Jo, schönen guten Tag, der Eras wieder da. Wir spielen World of Tanks. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Traurig, Witzig, Tralala. Alter, diese Anmoderation, da fühle ich mich wie so ein Marktschreier hier. Ja, ich muss das jetzt hier nämlich ruckizucki aufnehmen, weil das komische Waffenträger-Event ist gestartet und hat irgendein Update gebracht. Jetzt gehen die Replays wieder nicht. Jetzt muss ich hier auf irgendwelche alten World of Tanks-Versionen zurückgreifen, die ich hier rumliegen habe. Ich hoffe, ich komme jetzt irgendwie durch und wir kommen ins Ziel, aber es wird schon funktionieren. Okay, also heute gibt es ein- und ausschließlich Replays mit dem Elder und es gibt vor allem, ich kann es alles nicht so richtig einordnen. Also das traurig, ja, das kann ich einordnen und danach wird es ein bisschen seltsam. Aber ich hoffe, das ist okay. Ich denke, damit könnt ihr gut leben. Ich denke, das sollte durchaus funktionieren. Wir fangen an, wir sind auf dem Bergpass, wir fahren den Charioteer und das Elend nimmt direkt seinen Lauf, weil wir haben es mit einem ausgewachsenen wunderbaren Lemming Train zu tun. Guck mal, alle Mann fahren darunter. So, ich habe die Gold-HE drin. Jawoll. Da habe ich dem T26E4 aber mal schön kritisch für keinen Schaden irgendwie was verplättet. Das habe ich gut gemacht. So. Ja. Also auf jeden Fall, wir haben das Problem, es ist niemand nach links gefahren. Und ich bin hier immer offen. Und deswegen macht es auch keinen Sinn zu pushen. Der Elder ist jetzt zur Brücke. Ich bin hier mit einer Badjet 12T und einem Skoda T27. Das war's. So, weiter nach links fährt niemand. Unser EBR versucht, irgendeinen Spot zu kriegen. Es ist alles ein bisschen, ja, schwierig. Muss man nicht so sagen. Ha, das habe ich geahnt. Hast du gesehen? Das habe ich geahnt, dass da die Arti schießen will. Das war Magic. Magic. Da ist ein FV. So, siehst du, die Gegner sind jetzt quasi schon rumgefahren und stellen fest, ach du Scheiße, hier ist niemand. Und damit bleibt mir auch nichts übrig, als mich hinzustellen. Es ist total bekloppt. Also was auch immer das Team da anstellt. Das Schlimme ist, es steht auch schon 1-0. Und ja, jetzt hoffe ich, dass sie sich da im Eis, im Gletscher aber schön durchpushen. So, da kommt ein Defender. Jawohl. Sehr gut. Ich habe einen TS5 jetzt noch zur Verstärkung, der hier anrückt. Aber ja, das Skoda T27 steht halt auch so dumm weit vorn. Da ist halt auch nichts mehr zu holen. Dem kann es halt auch nicht helfen. So, da kriegt der Defender erstmal eine. Ja, natürlich gehe ich auf. Ach, ja. Ich hätte ein Stück weiter hinterfahren müssen. Das ist richtig. So, jetzt haben wir dem auch mal ein bisschen Schaden gegeben. Tja, das Problem ist 3-0. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, weil unsere Leute fallen ja wieder im Eis. Das ist halt einfach da, wo der Lemming Train hingefahren ist. Naja, wir schauen mal. Also die pushen jetzt Richtung Base, ist durchaus noch okay. Das sieht noch ganz gut aus. Wir liegen halt 3-0 hinten. Oh, 2-3. Jetzt sind sie da. Jetzt können sie auch die Arti rausnehmen. Vielleicht. Jetzt ist das Skoda T27. Vielleicht kriegen wir es, wenn wir die lange genug aufhalten. Guck mal, 4-4. Wenn wir die jetzt lange genug hier beschäftigt halten, haben wir vielleicht noch eine Chance. Dann besteht vielleicht noch die Option, da irgendwas zu reißen. Ich habe hier einen TS5. Der kann Dinge länger aufhalten. Das ist kein Problem. Das kriegt so ein TS5 ganz entspannt hin. So, Emil. Oh. Ja, wo auch immer dieser Schuss gerade hinging. Das war jetzt wieder mal, ja, einmal total für einen Eimer, dieser Schuss. So, wir warten mal, bis wir wieder zu sind. So, und dann schauen wir nochmal. So, gucken wir mal. Gibt es da noch einen Schuss? Ja, da. Auf den Turm. Ja, jetzt dreht er. Da gibt es eine. Schön in den Turm. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt habe ich langsam den Elder hier. Oh, da ist eine Loreen 40T. Die fährt hier hirpi-dirpi auf freiem Feld rum. Das ist auch nicht so clever. Zwei Autoloader, ey. Hier müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen. Hier müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das hier gut hinkriegen. Aber das Problem ist, guck mal, die kommen halt nicht weiter. Das ganze Team... Oh, das war übrigens ein schönes Leck. Ja, das ganze Team ist drüben in die Base gefahren und da hängen sie jetzt fest und kommen nicht weiter und sterben. Ja, TS5, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Na komm, Loreen, du willst dich nochmal blicken lassen. Das ist ein bisschen arg wenig, was ich von der sehe. Das ist ein bisschen arg wenig. Scheiße. Ja,
und da ist unser ganzer toller Push Richtung feindlicher Base komplett zusammengefallen. Der gesamte Lemming Train ist an der gegnerischen Base gestorben. Es nervt. Es nervt. Wir haben jetzt so eine schöne Verteidigung organisiert. So, und jetzt haben die alles frei. Und jetzt ist es noch ein TS5. Ich und der Elder und eine Arty. Ja, das ist toll. Das ist großartig. Ja, warum auch immer der TS5 jetzt davor pusht, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht einfach null Sinn. Es ist einfach bescheuert. So, der Elder räumt jetzt nochmal richtig auf hier. Ja, jetzt haben wir hier nochmal richtig beräumt. Der IS-3 kommt bestimmt gleich. Da ist er. Da ist er. Das Problem ist halt, wenn wir den jetzt hier angehen, dann kriegen wir von drüben Feuer. Ich denke, das wird schwierig. Also planen wir jetzt die Seite schnell nochmal zu wechseln, um da hochzukommen und vielleicht dann in die Mitte schießen zu können. Aber dafür müsste man halt auch so clever sein, nicht anzufahren. Und dann passierte das, dass da hinten schon der LTTB durchkam. Der wird sich jetzt wahrscheinlich unsere Arti schnappen. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ah, wir müssen eigentlich zurück. Ja. Und dann ist es halt leider so. Dann kommt der Moment, wo man sagt, okay, dann... Wir können keine Push-Aktion machen, wir sind drei Panzer hinten. Fahren wir mal hinten rum. Müssen wir es irgendwie hinten rum spielen und dann schauen wir mal. Ja. So, Elder nimmt sich den LTTB. So, und dann... 10, 12. Was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Das ist halt nicht Fisch, nicht Fleisch. Wir haben keine Arti mehr. Unser TS5 gammelt die ganze Zeit davon rum. Und ja, ihm zur Hilfe kommen ist halt einfach auch nicht mehr möglich. Ui, der Defender ist auch noch da irgendwo. Ja, da hatte ich mich dann schon so ein bisschen von meinem Leid erlöst gesehen. Ja, ging nochmal gut. Es ist ja nochmal gut gegangen, wa? So. Also hier vorfahren brauchen wir nicht mehr. TS5 Hilfe hat sich hiermit offiziell erledigt. Dann fahren wir mal da hoch und gucken, ob wir runterschießen können. Viel mehr Optionen bleiben einem ja dann nicht. Guck mal, wie nah der Defender rangekommen ist, ohne gespottet zu werden. Es ist eben voll ein Tarnpanzer. Es ist halt quasi ein russischer Light Tank. So. Ja. Und die haben halt noch eine blöde Isu. So, naja. Ja, das war der klassische Lemming Train. So wie man sich den vorstellt, so wie man den gern hat. So ist es dann einfach mal ein bisschen dumm gelaufen. Na, TS5. Wie sieht's aus? Ja, du musst dann auch mal fahren. Das lässt sich nie vermeiden. Die Frage ist, warum schießt er nicht? Ja, damit man dann die ISO holen kann. Ja. Schade. Das waren 4 Kills für uns. Wir waren schadenstechnisch ganz gut dabei. Aber es hat halt leider nicht gereicht. Weil der Lemming Train. Das ist halt immer das Problem. Wenn das ganze Team irgendwo hinfährt, dann müssen sie dann auch gewinnen. Dann müssen die auch gewinnen. Wir haben. Guck mal, was hatten wir denn? Wir hatten den Emil, Lorraine. Wir hatten ja einige. Ich müsste durchgehen, was noch fehlt. Defender war hier bei uns. Wir hatten eigentlich genug Leute mit T26 E4 war hier, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir kommen jetzt als nächstes zu was ganz Kleinem. Und zwar einer Broken Position. Jo, so viel zum Thema. Ich will euch bloß schnell eine kleine OP-Position zeigen. Ja, das habt ihr jetzt nie mitgekriegt. Fakt ist, ich habe hier zwischengespeichert die World of Tanks Version 1.10.0.1. Die hatte ich zwischengespeichert. Heute kam dieser Waffenträger-Patch und der ist die 1.10.0.4. Aufgenommen sind diese Replays mit 1.10.0.2. Und da musste ich jetzt tatsächlich nochmal auf einen anderen Rechner und das besorgen, weil beim Chariotier ging das Replay. Das hier wollte ums Verrecken nicht. Super. Und die anderen auch nicht übrigens. Deswegen, ja, ich bin jetzt 2 Stunden durch die Gegend gezogen, habe mir das von einem anderen Rechner geholt, rüber kopiert, wieder hierher gespielt und so weiter. Ach, herrlich, World of Tanks ist super. Wenn jeder Mikropatch alle Replays deaktiviert, ist großartig. So, ich wollte euch nur kurz was zeigen. Hier passiert jetzt auch nicht viel. Ich drehe mal die Geschwindigkeit hoch. Und zwar, wir sind hier auf Airfield im Leo. So. Plan war, einfach so ein bisschen Spaß haben, ein bisschen rumprügeln, so. Pass auf.
Ja. Oh, da ist ein P-43. Der hat übrigens richtig brutale Frontpanzerung. Da geht gar nichts mit dem Leopard. Das war ein bisschen ärgerlich. So, Achtung, folgendes. Ich zeige euch jetzt die overpoweredste Position im Spiel. Ist der Hammer. Also der Arti schießt nach mir. Da ist ein P-43 rechts. Links ist der schwere Panzer Nummer 6. Und ja, da ist noch jede Menge Zeug in Jackson. So, Plan war, ich fahre jetzt hier runter. So, und dann... Das ist der Moment, wo ihr euch überlegen könnt, wie es jetzt weitergeht. Jetzt unten in den Kommentarbereich. Und? Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn der Replay weitergeht. Jo. Das war's. Jo, ich habe mich jetzt hier spontan abgeparkt. Hier kann dich auch keiner mehr runterholen. Es ist einfach vorbei. Ich kann euch zeigen. Aber die ist halt overpowered, weil man gewinnt das Gefecht. Ganz entspannt. Also bleibt man einfach hier stehen. Der Elder ist jetzt gerade gestorben. Man steht. Und oben läuft es durch. 8 zu 3, 9 zu 3, 10 zu 3. Ja. Und dann stehst du hier. Ja, wir brauchen uns das eh noch nicht zu Ende anschauen, denke ich. Das Ding endet 15-3 oder sowas. Ja. Siehst du? Da. Komm, mach den weg. So. Genau. So sieht's aus. Und dann gewinnt man dann mit dieser overpowered Position. Ja, das war ein bisschen ärgerlich. Ich wusste nicht, ob ich das witzig nehme oder traurig. Aber es bleibt so. Wir kommen jetzt zu einem Panzer, den hatte ich hier, glaube ich, noch gar nicht. Zumindest nicht von mir gefahren. Jo. Und zwar ist das die Su 152. Also auf dem Kanal gab es die schon mal. Ich glaube, der Eleganski ist die bei mir schon mal gefahren. Ich habe die hier noch nie gefahren, weil ich habe die noch gar nicht so lange. Das ist eine Stufe 7 Derb Tank Destroyer im russischen Baum. Also, ich fahre den mit der Stock. Ich habe auch die anderen Kanonen freigeschalten. Habe sie nicht erforscht, weil ich die doof finde. Ich finde, wenn ich eine Su fahre, dann will ich auch diese Kanone fahren. Das ist, die hat unten 910 Alpha. 86 Durchschlag. Das ist so ein bisschen die Kanone vom KV-2. Von der Kennedy. Ja. Und ich dachte, das ist, was will man mehr? Das Ding nehme ich jetzt einfach. Und versuche mal mein Glück. Wir sind in Karelien und ja, das Glück ist uns unheimlich hold, weil das Glück sagt, neuner Gefecht, wir haben E75er, E50er, Strutzwagen 103, Nuller gegen uns, also hier geht's richtig los. Hier hat man endlich mal Gegner, keine Opfer, das ist gut. Wir greifen an, das ist schön, ich greife ja gerne an. Ich bin ein großer Fan des Angreifens, nur weil sie um keine Verteidigung Gedanken machen. Oh, kluge Sätze zum Sonntag, meine Freunde, kluge Sätze zum Sonntag, guck's dir an. So. Ja, also, ich kann ja mal kurz ein bisschen schneller laufen lassen, weil es passiert jetzt erstmal nichts. Wir tasten uns ran, weil die Gegner spielen das auch sehr eigenartig. Guck mal, unsere Heavys, der IS-3 hier links. Und, wow, warte mal, der IS-3 und der 45 TP, die sind da die ganze Zeit am Positionen tauschen und fahren da hin und her. Ja, dann wird es schwierig. So, der Strutzwagen 103.0 ist schon mal tot vom Gegner. Das ist cool. Das freut mich sehr. So, da hinten sind ganz viele Panzer auf, aber da komme ich nie und nie und niemals ran. Vorteil ist, ich habe den Eldajanski mit, der ein T-71 fährt und damit auch prädestiniert ist, mir ein paar Ziele zu zeigen. Mal schauen, ob er das schafft. So. Der EBR fährt da immer noch rum. Puh, ja, aber so ein EBR, den treffe ich ja niemals. Never treffe ich einen EBR, der ist hier mit voller Geschwindigkeit. Ja, die Präzision und Zielzeit und so, das ist alles ganz nicht so geil. Das Schlimmste an der Su ist halt tatsächlich auch die Sichtweite. Es ist keine dran. Da ist ein E50. Schade. Der hat da noch einen Felsen. Da ist ein T25 halbe. Merkt euch die, die werden wir noch brauchen. Da ist ein LTG. Wir haben sie. Und deswegen ist es einfach so geil. Habt ihr das gesehen? Das war ein One-Hit-LTG 880 Schaden. Ja, ein 7er Scout, das kann man jetzt alles so sehen. Aber abwarten. Da ist ein E75. Ah, ach Mist, der fährt weg. Ah, oh, der E50 kommt. Der E50 kommt. So, Freunde, ich habe jetzt genau zweimal geschossen. Ich habe zweimal getroffen, ich habe 1909 Schaden gemacht. Und dabei einen 7er Scout und einen 9er Medium Tank, der Top-Tier ist, weggekillt. Mit Anfeuern, mit allem drum und dran. Jetzt hatte ich hier irgendeine Mission, für die ich 2000 Schadenspunkte brauchte. So, also mir fehlen jetzt noch 91. Ich müsste jetzt nochmal irgendwie 91 Schaden irgendwo drauf tun. Können wir das machen? Ja, kommt nicht raus.
Ach, Alter. Du darfst den nicht so verschrecken. Jetzt, jetzt. Nein, nein. Nee, der kommt nicht. Wer bist du? Der T-28 Prototyp. Die trauen sich da alle nicht. Die haben doch alle die Hose voll. Ja, das Problem ist ansonsten, außer dieser Kanone hat halt so eine SU tatsächlich relativ wenig zu bieten. Da hast du ein bisschen Alpha. Also was heißt ein bisschen Alpha? Du hast ohne Ende Alpha. Du hast RNG auf deiner Seite, weil ja Russia. Und ansonsten ist tatsächlich einfach hier nicht so viel zu holen. Aber das reicht ja im Ernstfall. So, aber wir müssen jetzt gehen. Los, ich brauche noch 91 Schadenspunkte. Ein Kill wäre optional auch in Ordnung. Mal schauen. So, der T-28 Prototyp an unserem IS-3 gekillt. Unser 45 TP ist auch down. Die beten Heavys, die hier bei uns über die Seite gekommen sind, sind beide tot. Wie macht man das? Da muss man sich schon Mühe geben. Ja, 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 ja. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass mir der T-28 Prototyp eine klatscht. So, das V-Ding hat Gott sei Dank nicht so viel Alpha, sodass ich mir hier die 100 Punkte noch nehmen kann, die ich brauchte. Zack, und jetzt habe ich, welche Mission hatte ich denn eigentlich? Rollender Stein. Zerstören Sie 2 Gegnerfahrzeuge, machen Sie 2000 Schaden. Siehst du, so schnell geht das. Das geht rucki zucki. Mit so einer Suche ist das überhaupt kein Thema. Ich kann euch sagen, es passiert jetzt auch nichts mehr. Also wir fahren jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend und ich komme für jeden Schuss einfach zu spät. Das ist das Schicksal, das einem hat. Komme ich da noch hin, kriege ich noch... Nein. Und dasselbe passiert mir mit der Art, die Outliner mal. Ja. Ja, ja. Siehst du, genau. Und das ist down. Nichtsdestotrotz, das war grandios. 3 Schuss, 3 Kills, 2000 Schaden. Hatte ich sehr viel Spaß. So, also ich habe tatsächlich viel gelacht. Deswegen denke ich, das geht das witzig durch. Wenn nicht, ich habe als Tralala auch noch was immer für gute Laune sorgt. Wir fahren Lux. Jo. Und da ist er auch schon. Und das ist tatsächlich was Besonderes, weil wir ganz lange kein Lux mehr gefahren sind. Seit Wargaming beschlossen hat, so nebenbei, ohne was zu sagen, die Kanone hier zu nerven, indem die Zwischenschusszeiten erhöht wurden, ja, ist halt tatsächlich unser Leopard mittlerweile das Fahrzeug für wir beenden den Abend. Was so schade ist. Jetzt ist der dicke Lux hier, den wir viel fahren, und der arme kleine Lux ist schon lange nicht mehr dran gewesen. Aber das macht ja nichts. Wir haben gesagt, wir nehmen den mal wieder, wir bringen den mal wieder an den Start und sind mal wieder Lux gefahren. Mal gucken, ob es noch geht. Der Vorteil ist, Matchmaking meint's gut, alles Vierer, wir sind in Ruinenberg, was willst du mehr? Herz, was willst du mehr? Da ist ein PZ3J. Und der erste Schaden. Sehr gut. Ja, mal 125 Schaden rausgelassen. Das kann man machen. Das finde ich ist okay. So, was haben wir denn hier? 14 TP, BT7. Oh, das ist ein B1. Oh, die Sau. Uiuiuiuiui. Da kennt er nichts. Da schießt er... Boah, dieser B1, ey, der schießt da weiter auf mich. Vorteil ist, diese Kanone kann nicht besonders viel. Das ist dieselbe wie auf dem deutschen PZ Schlag mich tot B-Schnitzel irgendwas, wo du nur Gold schießen kannst und dann machst du 50 Schaden. Das ist halt einfach echt übel. Dafür ist die Panzerung tatsächlich OP. Naja, aber wenn es drauf ankommt, nehme ich lieber meine Kanone hier. So, wir schauen mal, was haben wir denn da? Oh, der Cruiser kriegt vom Elder... Dann schauen wir mal. 14 TP fährt hier hinten rum. Ach. Oh, hallo. Noch ein 3J. Oh, in der Stadt ist auch Zeug, aber in die Stadt brauche ich eigentlich nicht schießen. Siehst du, da ist der Panzer B2. Das ist quasi der B1. Hey, BT7. Guten Tag. Ja, siehst du? Ist halt schwierig, das ist halt nicht mehr das originale Ratatatatatat von früher. Wo ist mein Ratatatatatat von früher? Das ärgert mich ein bisschen. Das ist echt ein bisschen schade. Wargaming, ich hätte gerne mein Ratatatatat wieder. Es macht nichts anders. Es ändert nichts. Es macht einfach nur weniger Spaß. So, Elder nimmt sich den BT7. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir dem Elder hier ein bisschen helfen können. Siehst du? Der hat wohl gedacht, der hat es nur mit einem Lux zu tun. Nein! Wir haben 2. Mehrzahl von Lux ist Luxus. Ah. Stimmt, die Mehrzahl von Lux ist Luxus. Das finde ich schön. Das finde ich ganz toll. Das sollten wir so als Wahlspruch für unseren Clan nehmen. Das machen wir. Das machen wir. Das muss ich dem Clan vorschlagen. Wobei, wir haben ja eh einen sehr, sehr lustigen Clan. Das ist ja der kleinste Clan der Welt. Bei uns ist ja so gut wie niemand mit. Cruiser! Komm her, mein Freund!
Guck mal, was ich für dich hab. So. Das habe ich tatsächlich... Boah, vom Mother gefressen. Aber guck mal, das ist mein Spot. Jetzt kriegen die richtig einen Frack voll hier. Sehr gut. Elder macht schon wieder los. Jetzt haben wir beide schon 2 Kills. Guck's dir an. Mother 38T. Los jetzt. Gib ihm. So. Naja, auf jeden Fall. Ja, bei uns in dem lustigen... Uiuiui. Pass ein Stück 3. Die hat eine Dürp. Heieiei. Elder töte sie. Nee, bei uns im Clan ist ja tatsächlich nur der Roba, der Tob, der Elder, ich. Ja. Und alle anderen. Wir haben noch so 2-3 Mitglieder, die schon ewig nicht mehr da waren. Ja. Aber ansonsten ist tatsächlich bei uns. Also mit Clan Wars fahren wird schwierig. So. Ja, guck mal, wie schön hier die Stuck ausmanövriert wurde. Sehr gut. So, jetzt habe ich 2 Kills, der Alter hat 2 Kills. Ihr wisst, was das heißt. Man will ja dann den Waffenbruder. Das kann ja, ohne Waffenbruder geht es da nie ab hier. Wenn wir schon mal das Lux-Comeback geben, wir hatten im Hintergrund auch natürlich wieder den Hund von Baskerville an. Also das muss ja. Also das ist ja, ich nehme da jetzt immer diese Maxi-Version, die ich extra für dieses Video geschnitten hatte. Ich hatte ja mal, Ostern gab es ja das Lux-Video mit Hund von Baskerville. Also für alle, die es nicht kennen, da müsst ihr mal anmachen. Kommt gut, ihr kann so gut gehen. Hund von Baskerville. Großartig. Und dann macht es ja alles einfach noch viel mehr Spaß. Und mit der Maxi-Version reicht es auch genau. Kann ich sagen, das Gefecht geht genauso lang wie bei der Maxi-Version. Also ich hätte dieses Gefecht zwangsläufig direkt wieder als Musikvideo nehmen können. So. Hier ist ein T28, der muss jetzt erstmal weg. Da ist noch ein PZB2, ein Hetz. Nee, noch ein T28, okay. Na, Meister. Oh, aber natürlich, direkt den Motor. Es ist doch nie euer Ernst. Ja. Aber den Kill wollte ich. So, 3-2. Elder, du musst. Elder, leg nach. Los. Sehr gut. Da holt sich der Elder den B2. Weil die Panzerung mag nett sein, aber gegen die Lux-Kanone. Dann machst du halt im B1, B2 gar nichts. Und schwuppdiwupp haben wir beim Lux-Comeback wieder eine schöne Runde Waffenbrüder eingesackt. Das finde ich, kann man machen. Weil es dazugehört. Wir haben noch gar keine Auswertung gezeigt. Hier zeigen wir jetzt einfach mal die Auswertung. Jo, und die zeige ich jetzt tatsächlich wirklich nur, weil in dem Traurigwitzig Tralala noch keine Auswertung war. Und dann kann ich immer gut drauf labern. Ja, weil, war nicht so spannend, waren nur 2000 EP. Das war die Waffenbruderschaft. Überlegenheitsabzeichen 2, das lasse 27.000 Credits. 845 Spot, 865 geschossen, also 20 Schaden mehr geschossen, 3 Kills einwandfrei. Platz 3 und 4 für uns im Lux-Comeback. Ich finde fürs Lux-Comeback vollkommen in Ordnung, kann man genauso machen. War einfach wieder mal dran. Hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Der Nerv nervt halt noch so ein bisschen. Der Nerv nervt, haha. So, ihr lieben Leute. Also nehmen wir mal an, das wäre es gewesen. Dann wäre an der Stelle wieder Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen, weil diesmal steckt hier echt viel Arbeit drin. Ich muss die richtige World of Tanks Version besorgen, damit ich die Replays zeigen kann. Das ist einfach echt albern. Also guck mal, hier unten diese Zusatzdinger sind hier noch nicht mehr aufgeführt. 1, 10, 0 und dann kommt 1, 0, 2, 0, 4. Die 3 fehlt übrigens. Also ich gebe nur 2 und dann kommt die 4 und die 4 ist dieses Waffenträger auf E100 Update, wo gar nichts mehr geht. Also es geht wieder gar nichts mehr. Also diese Mikro-Patches machen es halt für YouTube und Co. echt schwierig, irgendwelche Replays zu verwenden. Na gut, ist auch egal. Draufgepullert. In diesem Sinne, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir was da. Schreibt mir was. Wer Replays hat, die ich mir angucken soll, die vielleicht auch hier reinpassen oder Solo oder große Leistung und so weiter, schickt sie mir an era@eradrion.de oder im Spiel eine Nachricht schicken oder bei Word Replays hochladen und mir den Link schicken. Irgendwas davon wird gehen. Ich nehme das gerne. Ich zeige das auch gerne. Ich sage vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal in diesem Kino. Ciao, ciao, der Ära.